Pernaplatz beste, Leute. Ich war bei diesem Foodtruck. Küchenteufel nennen die sich. Kennt ihr das, wenn ihr mit euren Freunden oder allgemein einfach über irgendwas redet und dann wird euch in der Werbung, auf Instagram, auf Facebook vorgeschlagen? Chong hat ja am Wochenende krass mexikanisch gekocht. Tacos, krasse selbstgemachte Salsa und so. Dann wurde mir der vorgeschlagen. Zufällig heute hier in München. Habe ich vorbeigeschaut und mir zwei Tacos gegönnt, Alter. Der Vergleich mit Chongs Salsa. Die ist ein bisschen besser, aber sag's nicht, Chong. Vor allem nicht du, Sebastian. Alter, der ist echt krank. Es gab mal eine Zeit, das war vor den Daily Vlogs, habe ich ein bisschen mexikanisch abgecheckt, weil Burritos taugen mir nicht so. Da habe ich ein paar Tacos abgecheckt. Aber die Tacos, die mir vorgeschlagen wurden, haben mir gar nicht getaugt. Das sind so diese weichen. Saftig. Ja. Viel zu krass, Mann. Der Messi ist zu krass. Hat noch jemand Eis? Ja. Nee, danke. Nee, danke. Ah, oh, das ist super lecker. Ich glaube, ich habe sogar mit diesem Sound. Zu krass, Mann. Zu krass. Das war ein Scheiß. Dann ist yours. Kennst du das? Kennst du ja. Viel zu geil, gell? Ich kenn's nicht, ich kenn's nicht, Mann. Keine Ahnung, was du glaubst. Das ist so ein Spiel, wo du. Das ist wie. Kennst du. Von Zelda gibt's es jetzt gerade auf Switch. Das neue. Das Warriors irgendwas oder so. Mhm. Kennst du das, Song? Nein, das kenn ich nicht, Mann. Was doch, es gibt doch das Zelda-Spiel jetzt da. Ja, ich kenn's nicht. Wie, du kennst es nicht mehr? Das ist super. Komm, was läuft das raus, oder? Hör da, du übrigens. Zu krass. Schau, wie krass. Stärkste Held. Okay, das ist so wie Kung Fu Hustle, oder? Meinst du, wer? Da ist auch Lu Bu, das ist der von Lu Bu, Mann. Echt jetzt? Ach, Mann, echt? Ja, ah. da kommt Lu Bu her. Ach, wusste ich gar nicht. Von dem Spiel kam Lu Bu. Schau, aber Adam ist krass, oder? Adam ist echt krass. Adam, also ich bin Kakashi Level 100. Richtig Copycat, Alter. Richtig Kakashi Level 100. Also bevor du deine Attacke eingesetzt hast, hab ich schon kopiert. Okay, wie geht das denn? Zu geil. Nachts schläft sie zwar schon. Rapper, aber eins krass. Menschen gegen Gott. Dann schau dir auch Kenga in der Schule an. Ist auch krass. Kann sie mal ruhig essen. Ja, das hast du auch gesagt, gell? Nicht alles gegen Menschen. Auch so Martial Arts. Ich will das essen. Einfach rüberziehen, oder? Einfach rüberziehen. Was musst du denn sonst machen? Einfach rüberziehen. Ich zieh dir gleich eine rüber, oder? Du machst das. Du Schwein. Oh, der Hunter ist Hunter, das ist krass. Muss los, oder? Ja, das machst du los. Fangen wir schon mal an. Kill the Bot. Nee, hey, wir schauen doch jetzt nichts an, Mann. Wir schauen jetzt doch keinen Film an. Nein? Hast du hier schon Seed oder so gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Noch gar nichts, gell? Aber wieso ist hier da schon ein Backup drin? Schau mal, die ist auch geil, gell? Das ist Baller. I don't know. So, erstmal dein Passwort für die App. Ein extra nochmal, ne? Wie heißt der türkische? Das war sogar ein türkischer. Türkisch, ja, doch, das war dieser Teufelsfuchs oder so. Das Teufel oder irgendwie sowas, gell? Also auf Deutsch oder so. Ja, genau. Dappe. Dappe. Ja. Kennst du oder laberst du wieder nur? Nee, ich kenn's nicht. Also ich hab's nicht angeschaut, aber ich weiß es von Freunden. Das fragst du noch hoffentlich. Glaub mir. Ich hab Licht ausgemacht. Mein Freund, der Nisches hatte, er hat, hey, ich kündig die Freundschaft und so Fickzeug und so, er ist komplett ausgemacht. Echt? Ja, ja. Warum geht's noch? Ich hab den Film nicht angeschaut, ich war den ganzen Film lang hinterm Fernseher. Und hab Yu-Gi-Oh! Gespielt. Der war echt krank. Ja. Achter Mann! Nochmal, wie hieß der? Ein Serbian-Film. Serbian-Film, ja. Also, wer danach psychische Probleme haben will, schaut sich den an. Endlich eine Erklärung. Ich hab ihn aber nicht angeschaut. Es gibt noch den einen, kennt ihr den? Wie heißt es? Gruselfahrt und so, wie heißt es nochmal? Achterbahn. Nicht Achterbahn, diese Gruselfahrt. Geisterbahn. Geisterbahn, genau. Gruselfahrt. Der Typ nimmt aber echte Leichen und hängt sie auf. Okay. So einen Film gab's auch. So echte Leichen und alle denken sich, oh, krass und so. Ja, okay, das geht. Dann der nächste. Wie ist es schon mit mir? So, nochmal. Was geht ab, Menschen? Was geht ab, Leute? Warum? Chat, wollt ihr Glücksrollen sehen? Wollen wir Glücksrollen jetzt essen oder? In dem Zustand bin ich nicht. Wann? Ich kann das nicht. Du willst einfach irgendwas essen, was einfach irgendwas. Was hat denn diese Woche wieder, oder? Was Glücksrollen da heißen? Glücksrollen.
Was ist am Leben oder wieso? Wir geben dir extra Glück. Das ist echt so. Ja, nein. Wieso nicht? Kenn die nicht oder warum? Was ist das? Schon, ich bin für ja. Was anderes? Ja, das ist das gleiche wie Sommer. Ja, Sommer. Zwölfmal hier White Mazzadania oder Mazedonia. Ohne Kalorien. Das hat gar keine Kalorien. Das ist Reispapier mit Kräutern und Garnelen. Das war's. Eierfleisch kannst du rein tun. Können wir schon machen. Und dann schön. Popcorn müssen wir auf jeden Fall mal machen. Das liegt schon ein bisschen lange da. Soße von mir, die geht eh nicht kaputt. Oder? Ich weiß es nicht. Wenn die nicht auftritt, gehen die eh nicht kaputt. Nee, die sind nicht offen. Ja, wann machen wir die Popcorn-Videos? Popcorn müssen wir mal. Das muss man meine Kalorien frei halten für den Tag. Hängt von Chong ab, er wollte noch Kalorien. Maschine mitbringen. So eh keine Kalorien. Popcorn! Natürlich. Ja, das hier noch nicht. Glück auch nicht, ne? Ja, diese Popcorn hat schon viel, Mann. Popcorn hat nicht so viel. Popcorn. 300 oder so. Ja, aber nicht, dass wir was wir essen. Wir essen ja ein bisschen, keine Ahnung, was das da ist alles komisch, was das komische so Dings, Geschmäcker und so drin sind. Ja, so mit Kondensmilch. Ja, das natürlich, auch. Natürlich. Das auch. Ich glaube, es passt sogar, ganz ehrlich. Gibt's, was haben wir noch dafür, Dinger? Aber du musst deine Küche kümmern, sonst ist es flüssiger. Chong! Eskalation. Alter, Glücksräume mit so einem schönen Lachs, Alter, auch krass. Alter, hör mal auf, ich bin auf Diät, Chong, ist das schön machen. Nicht so ganz halt. Mach mal oder Chat. Sashimi-Lachs. Sashimi-Lachs und dann so Garnelen nur rein. Ich habe vorhin so ein Terminator-Bild gesehen, ne? Ist schon krass. Ich hab noch nie Hammer gegessen. Ja, aber hier gibt's auch die Hummer. Was? Nächste Empfehlung von Chong. Schmeckt nach nichts. Ja, woher hat die das dann? Hier gibt's auch noch so kleine Hummer, nicht so riesige. Was haben wir da gekauft? Alter, das war doch bei How I Met Your Mother, das war doch... Haben wir da kannst du kaufen. Ja, aber das richtig machst, schmeckt schon geil, doch. Aber im richtigen Restaurant. Das heißt, du es richtig machen, also gutes Wasser rein, fertig. Nicht wir kochen es im Restaurant, sowas. Ja, aber da gibt es keine großen Hummer, das ist scheiße. So. Das heißt, ich glaube, voll viel für wen. Weißt du, was auch geil ist? Ich such mal. Find schon. Lass mal in Japan essen gehen, Alter. Ja, das sowieso. Boah, Digga, schmeckt gut. Direkt Fischmarkt. Alter, Hong, lass ab jetzt echt einmal die Woche zusammen überall immer essen gehen, oder nicht? Ich mach gerne schon. Ja, aber mit allen so, mit mehreren, wäre doch ganz geil. Ja, auf jeden Fall. Einmal die Woche. Kann man freitags machen. Oder? Aber nicht Hunger. Das können wir schon machen. Nee, freitags ist Primetime, Mann. Ja, aber abends erst Primetime, Mann. Ja, willst du davor? Willst du auf dich erst und dann abends nochmal? Ach so, stimmt, abends. Ja gut, abends, ja. Abends ist... Stimmt, schon. Und der geht bestimmt ins Steakhouse. Das kocht dir da mal echt eklig, Mann. Damit der Zucker sich auflöst. Die redet auch so wie man. Richtig ASMR sein. Ja. Nein, so ein Scheiß. Nee, die kocht aber schon gut. Da kannst du jetzt echt nichts sagen. Mein Gott, mach Ansage gegen sie. Schokogeki. Jetzt Ansage im Video gegen sie. Wie heißt die? Das ist schon Schokogeki. Das ist wie sie Chili schneidet. Schau. Hat schon angefangen. Ja. Oh mein Gott, richtig Matrix. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, du bist richtig. Wirklich. Was passiert jetzt? Alter, du Wichser, die steht selbst auch krass. Die steht von mir gebracht schon eine krasse Brille an. Die steht auch selbst auf krass. Ja, Leute, ihr findet jetzt halt ehrlich. Schreibt es in die Kommentare. Richtiger Mr. Ciao, Alter. Richtig rich. Ja. So, ab nach Hause. Weiß gar nicht, was ihr alles so noch mitbekommen habt. Wir haben noch ein bisschen gechillt, dies, das. Wir haben nicht so den Aufhänger für das Video so. Dass ich zu einem Titel oder Thumbnail machen kann. Ich bin einfach nur gegammelt. Erst ein bisschen Finanztalk, dann was gegessen, dann ist John gekommen, dann haben wir gechillt. Dann hat er seine Shisha ausgepackt, chilliger Balkon von Lauga. Und jetzt geht's wieder heim, also ich brauche noch einen großen Aufhänger für das Video, Mann. Ey, yo, was geht? Guten Morgen, Leute. Ist der nächste Morgen. Lange Nacht. Spontan Weekend-Feeling an dem Montag gehabt. Wir sind hier bei G2. Ist eine Kette, aber ich finde den Laden hier ganz gut in Münchner Freiheit. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt uns auf Instagram und Twitch. Ihr habt gesehen, Chong hat schon fleißig vorgeplant, überlegt, was er Freitag für euch uns kochen kann, vorbereiten kann, was wir da alles machen können. Also schaut's gerne vorbei. Ansonsten natürlich in DeFi und Bitcoin investieren. Da könnt ihr auch zum Meeting kommen. Nee, da müsst ihr schon krass VIP sein. Also nicht mal Sascha darf zum Meeting kommen. Das war's von uns. Tschüss Business und ciao.